Und bei mir im Studio ist jetzt Andreas Dittmann, Afghanistan-Experte, Konfliktforscher und Professor für Geografie an der Universität Gießen. Guten Abend, Herr Professor Dittmann. Wie bewerten Sie bis jetzt die Arbeit der Außenministerin und das, was wir auch jetzt gehört haben? Das ist schwer zu benoten, aber es ist gut, dass sie hingewiesen hat auf die vielen Rettungsprogramme, die verbunden sind, unter anderem auch mit Stipendien. Das hat sie ja mehrfach betont. Das ist eine Sache, die jetzt angelaufen ist. Da ist die Alexander von Humboldt-Stiftung mit der Philipp-Schwarz-Initiative, die Rettungsinitiative für gefährdete Wissenschaftler im Professorenstand. Und für Studierende gibt es das vom DAD gehostete Programm der Hilde-Domin-Stiftung. Und da haben wir in unserem Fach in der Geografie auch einige darüber in Anführungszeichen versorgen können. Denn das eine ist die physische Rettung. Da ist die Liste schon geschlossen seit Ende vergangenen Jahres. Aber dann das Herkommen und das Gerettetsein ist ja nur die eine Hälfte. Und dann muss man ja von irgendetwas leben können. Und davon sind die von Frau Baerbock erwähnten Stipendienprogramme unerlässlich und sehr wichtig. Lassen Sie uns über die Geografie sprechen. Nach dem Beben in Afghanistan stellt sich die Frage, ehrlicherweise bekommt man in Deutschland nicht ganz so viel mit, was dort passiert. Aber wie kommt es zu diesen starken Beben in der Region? Ja, das sind im Wesentlichen weniger geografische als geologische Faktoren, die dahinter stecken. Plattentektonik steckt dahinter. Von Süden dringt sozusagen die indische Platte und von Südwesten die tektonische Platte, die arabische Platte gegen die eurasische Platte. Und das ist wie bei einem Zusammenstoß von Autos. Es wellen sich dann Bögen auf. Das sind der Hindukusch, der Karakorum, vor allen Dingen das Himalaya-Gebirge. Und das ist ein ständiger Druck. Manche Gegenden wachsen um einige Millimeter pro Jahr, manchen Gebieten sogar um Zentimeter. Und dabei kann es dann schon mal haken und sich noch weiterer Druck aufbauen. Und wenn der sich plötzlich entlädt, so wie wenn ein Haken weiterspringt, dann kommt es zu diesen Erdbeben, die die Region schon immer kennzeichnen. Wie schwierig ist es eigentlich jetzt für die internationale Gemeinschaft zu helfen? Und zwar einem Land, das vor Monaten gerade sehr viele internationale Hilfsorganisationen, sagen wir es mal gelinde, hinauskomplimentiert hat. Ja, wenn es sich dabei um staatliche Organisationen handelte, dann war das leichter. Aber die internationalen, insbesondere die mit der UN verbundenen Hilfsorganisationen, waren ja immer und sind auch weiterhin nach wie vor Ort. Denn so schlimm das jetzige Beben ist, so katastrophal das für die betroffenen Menschen ist, es sind ja noch sehr viel mehr. Man spricht zwischen 18 und 20 Millionen, die von Hunger und Unterernährung gefährdet sind. Und da war das World Food Program von Anfang an sozusagen dabei. Und Staaten wie Deutschland, die jetzt keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Afghanistan pflegen, aus den genannten und bekannten Gründen, helfen dennoch und helfen dann über solche internationalen Organisationen und über Nichtregierungs-, über NGO-Organisationen. Da kann es dann klappen, denn man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, wir helfen nicht oder wollen nicht helfen, nur weil die Menschen in einem Land leben, dessen politische Führung einem nicht gefällt. Entschuldigung. Lassen Sie uns über die Situation in Afghanistan sprechen, vor dem Beben, denn damit befasst sich auch heute ein Untersuchungsausschuss im Bundestag. Warum war es aus Ihrer Expertensicht so schwierig? Man hat ja lange dort Zeit verbracht. Warum war es so schwierig, funktionierende Institutionen zu schaffen, die eine Rückkehr zu einer totalitären Herrschaft unmöglich gemacht hätten? Es hat sich gegen Ende und dann vor allen Dingen nach dem fatalen Deal, den Präsident Trump noch mit den Taliban im April 2021 geschlossen hat, abgezeichnet, dass kein Verlass ist auf die internationalen Partner. Und dann haben immer mehr Afghanen das Vertrauen verloren. Es kam ja auch nicht zu großartigen Kampfhandlungen gegen die weiter vorrückenden Taliban. Und man hat hier nicht genügend von der internationalen Seite aus das Ganze beobachtet. Aber der Grundfehler, die Ursünde im Zusammenbruch des 20-jährigen Versagens, kann man sagen, ist eigentlich, dass die Amerikaner signalisiert hatten, wir ziehen uns zurück. Und der Rest konnte sich bei allem Engagement und der eigentlich guten Arbeit, die viele auch deutsche Entwicklungsorganisationen vor Ort geleistet haben, konnte sich nicht leisten, alleine da zu bleiben. Denn Entwicklung wird immer determiniert, wird möglich gemacht oder dann in dem Fall auch unmöglich gemacht über Sicherheit. Und wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann können sich die Entwickler so sehr anstrengen,
In diesen Regionen geht es dann nicht auch ohne den entsprechenden militärischen Schutz. Sie sind ja auch Konfliktforscher. Jetzt stellt sich natürlich die Frage angesichts solcher Vorkommnisse, hat sich die Idee, die Demokratie in einem Land aufzubauen, sie zu importieren, hat die sich erledigt? Ja, das kann man schlecht sagen. Erledigt haben müsste sich eigentlich die Vorstellung, dass man einfach bestimmte in Mitteleuropa, Westeuropa gewachsene politische Systeme exportiert und dann nach dem Motto, macht es so wie bei uns und dann kann das nur das Beste sein. Da hat es immer auch auf der einen Seite eine Überzeugung gegeben, nach europäischem Wesen soll die Welt genesen und dabei, das war oft verbunden mit wenig Einfühlungsvermögen für die Traditionen vor Ort und Fragen wie die Ihre, Frau Weber, die deuten dann immer so ein bisschen an, dass man viel Mitschuld auch im Land suchen sollte. Wir haben in den 20 Jahren Aufbauarbeit im akademischen Wiederaufbau in Afghanistan die Erfahrung gemacht, dass viele Fehler vor allen Dingen von den Internationalen auch gemacht werden, die vor Ort in Konkurrenz zueinander standen, die einen ganz wichtigen bürokratischen, gerade deutschen Hauptleuchtfall hatten und das war der rechtzeitige Mittelabfluss, möglichst bis Ende des Berechnungsjahres. Und damit sind natürlich auch viele Mittel, noch sehr viel mehr von den internationalen Gebern ins Land geflossen, deren Kontrolle nicht immer richtig gegeben war. Und dann ist der nächste Satz immer hinzuweisen auf die korrupten Strukturen in Afghanistan. Das ist natürlich auch da, das ist auch richtig. Aber so einseitig, so monokausal kann man den Zusammenbruch oder das Nichtstattfinden der Demokratisierung nicht allein erklären. Wenn wir auf Afghanistan schauen und die Traditionen dort, die Sie angesprochen haben, da waren ja die Dorfgemeinschaften immer sehr stark unterstrichen worden, dass dort eine Art Rat oder Räte zusammentreffen. Welche Lösungsstrategien gibt es in der Friedens- und Konfliktforschung, die dann darauf abzielen, Strukturen, die bestehen, umzuwandeln oder zu stärken? Ja, das war schon sehr unterschiedlich, wenn man die verschiedenen militärischen Zuständigkeitsbereiche gesehen hat. Das hat eigentlich im Norden, da wo die Bundeswehr eingesetzt war, relativ gut funktioniert und gut geklappt. Und weniger gut in den von den Briten und insbesondere von den Amerikanern kontrollierten Bereichen im Süden. Da war wenig Einfühlvermögensbereitschaft da, vielleicht auch zu wenig Bildung über die entsprechenden Hintergründe. Aber wie gesagt, wenn der stärkere, der größere Partner ankündigt, sich zurückzuziehen, dann auch sich zurückzieht, dann ist die Katastrophe eigentlich vorhersehbar gewesen, die sich dann ab 14. August 2021 abgezeichnet hat. Überrascht kann man da nur sein, dass so viele überrascht waren. Es war ja ein Untergang mit Ansage, dass dann am Ende Menschen über den Flughafen laufen, über Mauern klettern, mussten sich an Flugzeuge hängen. Das zeigt, wie man das Ganze nicht wahrhaben wollte. Und es ist jetzt schade, dass es einer solchen Katastrophe wie des Erdbebens bedarf, dass man wieder über Afghanistan spricht. Zwischendurch hatten wir andere Krisen, Corona wieder, jetzt der Ukraine-Krieg. Afghanistan darf man darüber nicht vergessen, denn die Situation ist jetzt eigentlich schlimmer als 2001, 2002, als wir anfingen. Die Situation ist noch desaströser und wahrscheinlich ist die neue zweite Taliban-Regierung auch auf dem Weg, sich weiter zu radikalisieren. Also auch, um bei dem Wortspiel zu bleiben, schlimmer werdend, als das erste Taliban-Regime war. Mhm.